Liebe Fußballfans, willkommen hier in Leverkusen. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Klingt nach spannendem Fußball. Buschi. Heute beginnt der Weg in der UEFA Champions League. Beide hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Es ist eine erste Standortbestimmung. Bayern 04 Leverkusen beginnt in diesem Spiel mit dieser Aufstellung. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Lars Bender spielt mit Wendell in der Abwehr. Charles Arangis steht mit Kerim Demirbay im Mittelfeld. Und einziger echter Stürmer ist zunächst Kevin Volland. Hier im Stadion ist richtig was los. Die Fans kriegen langsam Temperatur. Ganz tolle Atmosphäre und da macht das Kommentieren natürlich viel mehr Spaß. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Wojciech Szczęsny auf der Torwartposition. Blaise Matuidi steht mit Miralem Pjanic im Zentrum. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Die Leverkusener also mit dem Anstoß. Und ich bin mal gespannt, wer hier besser ins Spiel findet. Amiri, Demirbay. Jetzt wird's gefährlich. Einwurf, der Ball war draußen. Wendell, Demirbay. Kai Havertz. Charles Aranguiz. Voll in den freien Raum. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Fahne oben, er gibt abseits. Oh, das wäre eine richtig gute Gelegenheit gewesen. Da verlieren sie den Ball. Wie siehst du die Gastgeber heute, was die Taktik angeht, Buschi? Boah, ich glaube, die setzen wieder auf diesen unglaublichen Druck, auf ihr Vorchecking. Sie stehen extrem hoch, gehen sofort drauf, wenn der Gegner den Ball hat. Und das können sie einfach am besten. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Für mich ist der Portugiese neben Messi der beste Spieler der Welt. Das muss man einfach so festhalten. Und wie es sich für einen Superstar gehört, zelebriert er seine Auftritte ja auch sehr gerne. Ich finde, er kann es sich erlauben. Ja, Sie können erst mal klären. Bender. Bellarabi. Kai Havertz, Demirbay. Er spielt den Pass auf den Flügel. Wendell. Aranguiz. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Weiter mit dem Vorteil. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß.
super Freistoß. Aber kein Tor, da ärgern Sie sich. Das wäre ein klasse Tor gewesen. Das war eine knappe Angelegenheit. Wir sehen es hier nochmal. Der Versuch war richtig gut. Den hat der Torhüter am Tor vorbei geguckt. Heute soll ein guter Start her in die UEFA Champions League. Es ist immer wichtig, du willst optimal loslegen, haben wir ja oft gesehen. Guter Auftritt in Spiel 1, gutes Ergebnis und dann läuft's. Dem hierbei. Da ist die Balleroberung. Bonucci am Ball. Guter Ball nach draußen. Und jetzt Khedira. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Jetzt Cuadrado. Matthijs de Ligt. Khedira. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und die Flanke. Zu hoch, da kommen sie nicht dran. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Geht dazwischen und hat den Ball. Jetzt Bellarabi. Nun Volland. Aranguiz. Lars Bender. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik, warten auf die Lücke, warten auf die Chance. Jetzt der Ballverlust. Matuidi verliert den Ball. Jetzt in der Anspielstation. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt Lars Bender. Aranguiz. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Bellarabi jetzt. Fängt diesen Ball ab. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Guter Pass. Abseits. Ist wohl einen Tick zu früh gestartet. Ganz enge Geschichte. Auch beim Ballbesitz alles ausgeglichen. Und dann kommt eben so ein 0:0 raus. Und jetzt gucken wir mal, wer sich da vielleicht doch mal einen Vorteil erarbeiten kann. Cuadrado am Ball. Higuain. Das ist jetzt seine Chance. Cristiano Ronaldo mit dem Tor. Das war wieder so eine klasse Szene. Das kann er einfach wie kaum ein anderer. Und wie so oft trifft der Portugiese. Cristiano Ronaldo ist einfach unglaublich torgefährlich. Sieht man auch wieder mal hier. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht.
Kai Havertz. Jetzt Vorland. Dem hier bei. Wendell. Amiri. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Ball kommt in die Mitte. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Er passt auf. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ronaldo. Matuidi. Am Ball Alexandro. Weg ist der Ball. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Wie denkst du bislang über Cristiano Ronaldo? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Jetzt rollt der Ball wieder, aber keine schönen Bedingungen. Es regnet nach wie vor. Und nun Matuidi. Und jetzt Alexandro. Matthijs de Ligt. Matuidi. Matuidi. Bernardeschi. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Sven Bender jetzt. Dem hier bei. Jetzt Sven Bender. Amiri. Bender. Wendell. Dem hier bei. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Ist hier immer noch am Ball. Wendell. Kai Havertz. Dem hier bei. Aranguiz. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Karim Bellarabi. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Das ist die Chance, hier auszugleichen. Gute Position für einen direkten Freistoß. Bailey an die Latte. Sie versuchen es und da wären sie fast belohnt worden. Um ein Haar der Ausgleich, aber das Gestänge ist im Weg. Kai Havertz. Bender. Gut gesehen, das war abseits. Bender. Kai Havertz. Dem hier bei. Nun Bellarabi. Nun Vorland. Die Ballbesitzstatistik von Bayer Leverkusen sieht bisher natürlich wirklich überzeugend aus. Aber wenn sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann bleibt es bei diesem Rückstand. Im Moment tun sie sich schwer. Leon Bailey. Kai Havertz. Aranguiz, dem hier bei. Jetzt Lars Bender. Havertz. Kevin Volland. Toller Zweiger. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. So, das wird nichts mit dem Konter. Da hat die Abwehr natürlich alle Zeit der Welt, wieder zurückzukommen. Dybala, klasse Zuspiel. Blaise Matuidi. Gute Chance. Matthijs de Ligt. Jetzt Khedira. Dybala. Higuain. Steilpass von Higuain.
Dybala. Dybala, da ist die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ah, ist das bitter für den Keeper hier. Den ersten hat er schon abgewehrt. Ja, aber eben nicht festhalten können. Und dann ist das Ding natürlich leichte Beute für einen Stürmer. Null steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Kai Havertz. Leon Bailey. Wendell. Ja, das sieht gut aus. Jetzt vielleicht die Flanke. Kai Havertz. Gut verteidigt hier. So, Buschi, es gibt die Auswechslung. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Ecke kommt rein. Ecke war nicht ungefährlich, Matuidi klärt. Bender. Kerem Demirbay. Sieht gefährlich aus. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Da tut sich was an der Seitenlinie. Es wird hier einen Wechsel geben. Absolut, Wolf. Miralem Pjanic verlässt den Platz und Aaron Ramsey kommt für ihn rein. Ja, schön, wenn du so einen von der Bank bringen kannst. Da verlieren sie den Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Leon Bailey. Da ist die Flanke. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Ramsey. Und Cuadrado. Juan Cuadrado. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Paulo Dybala. Der geht nicht rein. Damit wäre die Führung noch höher ausgefallen. So eine klasse Vorlage. Da war mehr drin. Aber so geht der Ball über den Kasten. Da hat er wohl zu genau gezielt. Rodrigo Betancourt. Higuaín. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Super Pass. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Higuaín. Cristiano Ronaldo. Ball ist der Pass von Matuidi. Da haben sie Glück. Sie hätten fast noch ein Tor kassiert. Leon Bailey. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Leon Bailey. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Dybala. Und nun Ronaldo. Rodrigo Betancourt. Das ist natürlich hervorragend, wie da der Ball läuft. Ja, sie spielen sehr prägt. Cristiano Ronaldo, Steilpass. Weiter Gefahr nach Radetzkis Abwehr. Und eine gute Parade, den Ball hat er. Logisch, dass die Fans verärgert sind, wenn man so passiv agiert, wie es Bayer im Moment macht. Und Vorland. Aranguiz. Klasse Pass jetzt. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen. Abseits.
Nachspielzeit sind 3 Minuten. Jetzt Matuidi am Ball. Matthijs de Ligt. Jetzt Ramsey. Und Cuadrado. Rodrigo Betancourt. Cuadrado. Da trennt er ihn fair vom Ball. Hier tut sich nichts mehr. Das ist das Ende dieser Partie. Ja, aber die Sorgen, die fangen jetzt erst so richtig an. Niederlage in Spiel 1, alles andere als ideal. Kommt eine Menge Arbeit auf den Trainer zu. Deine Meinung zur heutigen Leistung von Cristiano Ronaldo? Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. To see you say, yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy.